Vielen Dank, liebe Gäste. Ich habe schon gehört, dass wir jetzt nicht Dr. Mode, sondern unser wunderbarer Special Guest hier aus dem bergischen Bermuda-Dreieck aus Wermelskirchen. Wir haben heute für Sie zu Gast Michael Dirks von der Open Blues Band mit einem wunderbaren, außergewöhnlichen Instrument, mit einer echten Hammond-Orgel, also nicht mit einer Heimorgel, sondern wirklich mit einer Hammond-Orgel und einem Leslie. Wie das klingt und was das alles so in technischen Besonderheiten zu bieten hat, das erzählt und musiziert wie unser Gast hier. Einen herzlichen Applaus für Michael Dirks von der Open Blues Band. Ja, vielen Dank, Klaus und Uli, für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist für mich eine Premiere. Ich habe sowas noch nie gemacht in der Form. Die beiden haben mich gebeten, doch hier als Special Guest aufzutreten. Normalerweise spiele ich mit der Orgel und einem Klavier in einer recht lauten Blues-Rockband. Und heute haben sie mich gebeten, mit der Hammond-Orgel zu kommen. Und vielleicht mögen Sie es hören, dass ich Ihnen ein bisschen zu der Hammond-Orgel erzähle. Sie kennen das ja alle. Man sagt so, ja, mein Vater oder meine Oma, die hatte eine Hammond-Orgel im Wohnzimmer. Was das aber wirklich ist, das wissen eigentlich die wenigsten. Und ich will Sie nicht langweilen. Wenn es langweilig wird und Sie wollen Musik hören, sagen Sie einfach Bescheid, dann spiele ich Musik zwischendurch. Aber es ist ganz interessant, weil die Hammond-Orgel ist eine sogenannte elektromagnetische Orgel. Und da gab es einen Uhrmacher in Amerika, der Lawrence Hammond. Und dieser Uhrmacher hatte einen Synchronmotor entwickelt für Uhren, für elektrische Uhren. Und dieser Synchronmotor, der zeichnete sich dadurch aus, dass er verschiedene Zahnräder, verschiedene Wellen hatten, die dann das Uhrwerk antrieben. Und dann haben sie aus dieser ganzen Geschichte insgesamt 96 Tonräder gebaut in einer bestimmten Anordnung, haben die in so einen Kasten gebaut. Und diese 96 Tonräder haben unterschiedliche Anzahl von Zähnen, haben unterschiedliche Durchmesser und laufen in verschiedenen Geschwindigkeiten. Das hier ist eine elektronische Hammond-Orgel. Es ist zwar ein Original Hammond, die werden heute von Hammond Suzuki gebaut, aber dieser Meister Hammond hat dann hieraus aus diesen Tonrädchen was ganz Besonderes gemacht. Er hat nämlich mit diesen Tonrädchen die Orgelpfeifen einer Kirchenorgel simuliert. Die Hammond-Orgel zeichnet sich dadurch aus, dass sie so sogenannte Drawbars hat. Das sind diese weißen und schwarzen Dinge, die man hier sieht. Und ich mache jetzt mal was ganz Einfaches. Ich hoffe, das hört jeder. Ich habe jetzt hier eine Taste festgeklebt. Das ist das C. So fängt das Ganze an. Ich drehe jetzt die Orgel auf und Sie hören diesen Ton, den die Leute in ihrer Uhrmacherwerkstatt gehört haben. Das ist jetzt ein reiner Sinuston, wenn man den nur so hört, dann stört er irgendwann. Störendes Geräusch. So, dann haben die weitere Tonrädchen gebaut. Dieser Ton simuliert eine 8 Fuß lange Kirchenorgel, Orgelpfeife. Wenn man jetzt eine 4 Fuß hohe Orgelpfeife dazu nimmt, haben sie einfach andere Rädchen genommen. Sie hören, kommt ein weiterer Ton. Und so kann man das mit einer kürzeren Orgelpfeife machen und mit einer noch kürzeren. So, und durch diese Klänge, dann kann man das noch ein Tick tiefer machen, hat man nur einen Ton, das ist nur ein einziger Ton, der jetzt diese Klangvielfalt macht. So, das läuft jetzt alles statisch durch einen einfachen Verstärker. Wenn ich jetzt hiermit, jetzt muss ich das Tesafilm mal wieder abmachen, ich hoffe, ich krieg's an. Gut, geschafft. Wunderbar, also nochmal den Ton. Wenn ich jetzt mit diesem Ton, ich habe jetzt diese Orgelpfeifen alle simuliert, eingestellt, wenn ich hiermit jetzt einen vollen Akkord greife, klingt das ungefähr so. Und dann könnte man mit diesen Orgelpfeifen einfach verschiedene Klänge simulieren.
es klingt so ein bisschen piepsig. Ne? Das klingt zwar, das erinnert so ein bisschen an eine Kirchenorgel, aber ich weiß nicht, wer alles von Ihnen noch in die Kirche geht. Das ist ja dieser Kathedralsound. Ne? Gut, Weihnachten gehen wir die meisten wahrscheinlich rein. Und da ist dann diese Kirchenorgel so, dass die einfach den ganzen Raum füllt. Und es gab dann einen Mr. Donald Leslie. Der hat gesagt, diese Orgeln sind ja ganz toll, aber der Klang, der ist mir zu statisch. Und er hat dann den Klang durch einen rotierenden Lautsprecher geschickt. Sie hören jetzt den Klang ohne diesen rotierenden Lautsprecher. Wenn ich den jetzt einschalte, achten Sie mal drauf, ich weiß nicht, ob es hier rüberkommt. Und dann hört man auch schon Dinge, die einem aus der modernen Musik bekannt sind. Sound, den haben dann in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre die damals entstehenden Rockgruppen natürlich entdeckt. Eine davon, allerdings ist dieses Stück sehr viel später entstanden, waren die Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Typischen Dinge, die man dann plötzlich aus der Rockmusik kannte, oder wir kennen das von Deep Purple, also ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das kennen. Dieses. Genau. Ja. So, und mal gucken, sind ja richtige Experten hier. Zu dieser Hammond-Orgel oder dann gibt es dieses schöne Stück. Wenn es Ihnen zu laut ist, sagen Sie Bescheid. Kathedralsound, sondern es kann eben diese
rotieren, damit es schneller geht, ne? Hat man sich in Amerika nicht in den großen Kirchen zu eigen gemacht, sondern überwiegend in den Kirchen der Schwarzen, in den Gospelkirchen. Und wenn man selbst heute noch nach Amerika geht, findet man in vielen dieser Kirchen diese großen Hammond B3-Orgeln, weil damit kann man wirklich diese schönen Gospelstücke einfach spielen. Ne? Ich weiß nicht, ob man eins gelingt. Das sollte dafür ungefähr erstmal genügen.